Hallo meine lieben Duftfans, ich hoffe es geht euch gut. Im heutigen Perfume Talk, also im heutigen Video, wo ich euch wieder ein paar Düfte vorstelle, geht es um die neuen Düfte von H&M. Und ich finde, die haben wirklich jetzt Aufmerksamkeit verdient, weil H&M hat ja schon länger, machen die immer so Body Sprays oder Eau de Toilette, verschiedene Düfte. Und die sind immer so ein bisschen, sagen wir jetzt mal, die sind cool, die sind auch gut. Ich habe von denen auch gekauft, aber die sind jetzt nicht unbedingt mega hochwertig oder qualitativ extrem hochstehend. Das ist genau der Punkt, wo es dieses Mal ein bisschen anders ist. Und zwar die neue Parfüm-Kollektion mit 25 neuen Düften wurde in Zusammenarbeit mit Givaudan kreiert. Und zwar spielen da die beiden Parfümeure Olivier Béchon und Nisrine Krillier eine große Rolle. Die haben die Düfte entwickelt und mitgestaltet. Und sind natürlich große Persönlichkeiten in der Parfümindustrie und im Buch der Parfümeure, sage ich jetzt mal. Und die haben da wirklich 25 ganz, ganz hochwertige, qualitativ hochstehende Düfte mit rausgebracht für H&M. Ich habe mir vor ein paar Tagen 5 gekauft. Ich konnte nicht alle 25, ich hätte gerne, aber es ist manchmal einfach nicht möglich. Und H&M nennt so diese Kollektion so ein bisschen Kleiderschrank der Düfte. Also 25 ganz individuell verschiedene Düfte, Richtungen, da hat sicherlich für jeden irgendwas dabei. Darum eben, wie wenn du sonst in H&M gehst, hat sicher auch irgendwas für jeden dabei. Und genau ist es bei dieser Duftkollektion dasselbe. Es sind so ein bisschen drei Gruppen. Es gibt die Singles, das sind so ein bisschen minimalistische Düfte. Da geht es meistens darum, dass genau eine Duftnote oder eine Duftrichtung darin enthalten ist. Zum Beispiel Vanille, Schokolade, blumig, frisch, pudrig. Also einfach eine Richtung oder eine Duftnote, eine Duftrichtung. Dann gibt es die zweite, die ist so ein bisschen umfangreicher, das sind die Reveries, werden die genannt. Die haben so dann ein wenig mehr Tiefe, mehr ist ein bisschen intensiver einfach. Und die Essences, da wird es wirklich sehr tief, da geht es wirklich in diese hohe und tiefe Parfümerie, wo es rund um einen speziellen oder besonderen Inhaltsstoff geht, wo drumherum gebaut wird. Und zusätzlich eben zu dieser dritten Gruppe gibt es dann noch Parfümöle. Und das finde ich sowieso, ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan von Parfümölen, weil die einfach länger haften. Und das ist bei dieser Gruppe dann auch noch mit dabei, genau. Und so ist eine sehr vielfältige Sinfonie entstanden, diese neuen H&M Duftkollektion, und ich finde es wirklich toll. Und ich werde euch jetzt mal die 5 vorstellen, die ich bereits gekauft habe und selbstverständlich auch schon getestet habe. Ich werde die aber jetzt nochmals aufsprühen, damit ihr auch so ein bisschen seht, wie sieht die Verpackung aus, wie sieht der Flakon aus. Einfach damit ich das euch nochmals zeigen kann und damit ich es auch nochmal ein bisschen riechen kann, weil ich konnte mir nicht alle 5 auf die Haut sprühen. Ich finde das dann immer zu viel, ich kann dann das wie nicht mehr wahrnehmen. Sowieso empfehle ich euch immer die Düfte, wenn ihr sie probiert, vor allem wenn ihr 5 oder noch mehr Düfte miteinander probiert, so einen Dufttesttag macht, dann tut die bitte auf Kleenex oder ein Stück Toilettenpapier oder Nastuch, weil sonst, ihr riecht das sonst irgendwann nicht mehr. Das kommt alles so zusammen, dann habt ihr so einen Mix, das bringt euch nichts. Also ich empfehle Kleenex, Nastuch, was auch immer. Ich habe mir vorher so 5 Toilettenpapiere abgezupft. Geht prima. Okay, fangen wir doch mal an mit dem ersten. Ich habe mir den Lipstick, also der Duft heißt so, gekauft. Sieht so aus, pink.
Und das ist jetzt wirklich, das riecht wie, es riecht ein bisschen so wie ein alter, nicht ein alter, aber ein Lippenstift so von früheren Zeiten zum Beispiel. L'Oreal hat immer solche Lippenstifte, die extrem duften. Viele mögen das ja nicht. Ich mag das sehr, wenn auch die Lippen so ein bisschen duften. Und es riecht wirklich so wie ein Lippenstift. Mhm. Sehr pudrig, sehr süß, sehr, sehr süß. Feminin, klassisch. Ich sprühe jetzt das so ein bisschen da auf. Könnt ihr das ein bisschen hin und her wedeln, ist überhaupt kein Problem. Ja, es ist wirklich so, im ersten Moment findet man so, oh, Zuckerschock, es ist echt süß. Und es ist wie ein Lippenstift. Aber ich finde das total gut. Also ich finde den fürs Büro oder einfach mal so für einen Shopping-Nachmittag mit der Freundin, finde ich den total gut. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was da alles drin ist. Es ist eben einer von diesen Singles, wo es einfach in eine Duftrichtung geht. Hier ist Lipstick, süß, pudrig, feminin, bam. Was jetzt da alles genau sonst noch drin ist, konnte ich jetzt nicht so gut rausfinden. Aber im Prinzip ist jetzt das bei dem, ich meine, was hat der gekostet? Ich glaube irgendwie 5 Euro oder so, also 7 Franken, irgendwie so. Ist mir das auch relativ egal. Und das ist so ein kleines Fläschchen, 20 Milliliter. Du kannst dir einfach auch mal eines kaufen, wenn es dir dann nicht so gefällt. Dann ist auch nicht so schlimm. Genau, das war Lipstick, so von den einfacheren Sorte. Dann gehen wir zu meinem absoluten Liebling von diesen 5. Ich habe dann vielleicht auch noch andere Lieblinge, aber einfach von den 5, wo ich mir jetzt gekauft habe, finde ich den wirklich, ich finde den wirklich so toll. Nisrin Grillier ist hier die Parfümeurin. Above the Clouds heißt der Duft. Es ist ein Eau de Toilette und der hat eben Baumwolle drin. Rose, pinker Pfeffer, Moschus und Amber. Und er riecht, weil mich das auch viele schon gefragt haben, ob ich da was weiß und so. Das kommt immer wieder. Er riecht wie frische Wäsche oder wie Babyhaut, frisch aus der Dusche. Oh, der ist so gut. Also wirklich, ich finde, der kann sehr gut mithalten mit den anderen Düften von dieser Richtung. Clean hat so ein Parfüm, was auch ähnlich riecht. Oder mein Ombre von Reminiscence riecht auch so ein bisschen. Aber das ist schon nochmal, man riecht den schon raus. Und man riecht vor allem die Baumwolle, ja, natürlich auch den Moschus. Ah, der riecht so, 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 so gut. Vor allem jetzt auch für die Winterzeit. Ihr müsst den unbedingt probieren. Und der war nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer der war. Ich glaube irgendwie 30 Franken. Also auch nicht teuer. Und er haftet wirklich gut. Und er, mit der Zeit, wenn man ihn am Anfang so aufspritzt, ist er sehr frisch und sehr baumwollig, sehr frische Wäsche mäßig. Aber der wird auch, der bekommt so ein bisschen eine Tiefe und wird dann wirklich auch sehr, sehr anschmiegsam und so wohlig und man riecht schon den Moschus und den Amber natürlich auch raus und das ist darum, warum es dann auch lange hält. Genau, mega gut, probiert es aus. Above the Clouds, schöner Name übrigens, natürlich über den Wolken. Ja, wolkig könnte man es auch nennen, er ist einfach so das ist nichts irgendwie orientalisches oder würziges oder ganz, ganz tiefes oder wahnsinnig exotisches. Der ist einfach nur wohlig, warm, Baumwolle einhüllen. Ganz, ganz schön. Genau. Dann kommen wir zu einem Öl. Das ist dann die dritte Kategorie von den etwas tieferen und wirklich hochwertigeren Parfüms. Und diese Öl sind so Ölsticks. Habe ich mir vorhin schon auf die Haut getan, weil es ist ein bisschen schwierig hier mit den Taschentüchern. Und wir haben es hier mit Rose Absolut zu tun. Und das ist wirklich Rose Absolut. Es ist rosig, es hat Damascenser Rose hat das drin.
Und ich habe wirklich, ich muss sagen, ja, ich bin ja nicht so mega Rosenfan. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Es gibt da noch dieses Me Too Parfüm von Nanne Bailey von Berlin. Das finde ich auch mega gut. Und dies kommt jetzt wirklich gleich danach, weil es riecht wirklich, oh, es riecht so gut. Und es ist irgendwie nicht aufdringlich. Es ist einfach rosig, es ist sehr lieblich, es ist sehr aufmunternd, warm so ums Herz, wie die Rose halt ist. Und ich empfehle den wirklich auch jetzt für die kühleren Tage. Der ist sehr, sehr, der trägt einem so lieblich durch den Tag und es hält einfach mega lange. Also ich habe den, gestern hatte ich den drauf am Morgen und ich habe dann den ganzen Tag, habe ich nichts mehr gemacht, ich habe nicht nachgerollt oder so und habe dann geduscht und ich habe das nach dem Duschen immer noch gerochen. Und das finde ich ist einfach auch ein Zeichen, dass es wirklich ein gutes Produkt ist. Also Rose, absolut, ja, absolut gut, wirklich sehr, sehr fein. Und eben, da gibt es von dieser dritten Reihe, das ist dann das nächste, was wir anschauen, gibt es zu jedem Duft, gibt es dann eben auch das Parfümöl dazu. Genau. Das vierte, jetzt sind wir schon beim vierten, ist Santalum. Das ist dieses hier, sehr geprägt von Sandelholz. Hat drin Zypresse, Myrte, Kiefer, weiße Pfirsich, weiße Blumen, Jasmin, rotes Zedernholz, Sandelholz natürlich und Moschus. Und er ist wirklich sehr, sehr erdig. Er ist tief. Der ist nicht, also den würde ich jetzt nicht irgendwie fürs Büro oder mal um kurz die Post zu holen. Also der geht schon, der ist schon ein bisschen tiefgründiger. Ja, der ist natürlich sehr, sehr würzig. Ich hatte den am Samstagabend, hatte ich den drauf und riecht sehr, sehr orientalisch für Leute, die orientalische Düfte gern haben. Ja, wirklich gut. Man riecht den Kiefer auch raus. Jetzt für den Herbst, für den Winter natürlich eine wunderbare Möglichkeit, um sich so ein bisschen mit den Düften, wo die Jahreszeit bringt, auch einzuhüllen. Und den, ich glaube, den mag man oder man mag ihn halt nicht, weil er ist nicht blumig, der ist nicht süß, der ist auch für Männer natürlich. Sowieso, es gibt hier keine Unterschiede, wie ich gesehen habe, da ist Geschmackssache. Und wenn jetzt ein Mann sich den Lipstick drauf tun möchte, bitteschön, würde ich jetzt nicht empfehlen. Aber den hier, den Santalum, würde ich unbedingt auch für Männer empfehlen. Er ist auch ein bisschen ledrig. Zedernholz, ja, es ist also wirklich holzig, würzig, orientalisch. Für irgendwie 35 Franken, finde ich, kommt der sehr, sehr nahe auch an andere sehr, sehr viel teurere Parfüms ran. Natürlich, der haftet nicht 3 Tage, aber ich hatte den am Samstagabend drauf und ich hatte den auch am Morgen früh, gestern am Sonntag noch gerochen. Oder wenn ihr dieses Video schaut, ich produziere das natürlich immer vor, das ist ja nicht live. Also ich hatte den am Samstagabend drauf und am Sonntag hatte ich es gerochen. Wenn ihr jetzt das schaut, ist irgendwie, ich weiß dann auch nicht, Dienstag oder so. Aber auf jeden Fall, der ist schon ein paar Stunden drauf und der haftet wirklich auch gut. Also, Flasche sieht so aus, die sehen alle sehr gleich aus. Also es ist auch nichts Verschnörkeltes, nichts Besonderes, aber ja, ich finde es schön. Ich finde es eigentlich sehr, sehr stylisch und so eine runde Sache. Jede Flasche sieht gleich aus mit dem Deckel. Jede Flasche ist anders eingefärbt und mir gefällt es. Ich muss wirklich sagen, mir gefällt es. Dieser Duft ist übrigens dann auch wieder von Olivier Bichet und ja, ganz, ganz toll. Müsst ihr wirklich ausprobieren. So. Und dann kommen wir noch zum letzten. Das ist
ein Bodyspray, weil das gibt es auch. Ich glaube, ich habe das am Anfang gar nicht gesagt. Also zu jedem Parfüm von der mittleren Serie, also von diesen so ein bisschen reichhaltigen, aber nicht ganz tiefen, gibt es dann auch noch ein Bodyspray. Das finde ich eh immer mega cool. Sparks Will Fly. Cool, sehen auch alle so aus, haben alle einen anderen Namen, ein bisschen eine andere Einfärbung. Der hat Mandarine, Orange, Patchouli, Fräsie und Maiglöckchen. Und den mache ich jetzt gerade so. Oh, Süßlich, blumig, wunderbar für nach dem Duschen. Finde ich eine tolle Sache. Gibt es, wie gesagt, auch von allen anderen gibt es hier den passenden Bodyspray. Kannst du zuerst den aufsprühen und nachher noch das Parfüm dazu benutzen. Finde ich eine ganz tolle Sache. So, meine Lieben, das war's mit den neuen H&M Düften. Wie gesagt, es gibt 25 davon. Ich werde mir sicherlich immer mal wieder einen kaufen. Im Moment bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem, wo ich habe und werde die sicherlich jetzt für die kommenden Tage und Monate brauchen. Und vor allem finde ich, habe ich sehr gut ausgewählt, auch betreffend der Jahreszeit, weil die sind jetzt wirklich sehr aktuell und können dann sehr gut benutzt werden. Genau, Handel muss ich glaube ich nicht groß verlinken. Das kennt ihr alle. Geht in eure nächste Filiale und holt euch, was euch gerade so ja, anzieht oder irgendwie, wo ihr findet, oh, das nimmt mich jetzt Wunder. Oder kauft euch diese fünf und dann könnt ihr sehen, ob ihr die auch so toll findet wie ich. Okay, ich wünsche euch noch ganz einen schönen Tag oder Abend und macht's gut und bleibt immer duftend frisch. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuschaut. Tschüss, danke.